Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 16.06. Wie wir sehen, gehen die Arbeiten zügig voran. Die Halde hier ist fertig modelliert. Ja, und das ist die berühmt-berüchtigte Grenze zum Nachbargrundstück hier. Und wenn man sich das sieht, anschaut hier, hier wird einfach nichts gemacht. Ist einfach hier Wildwuchs ohne Ende, Brombeeren, irgendwelche wildwachsenden Birken und so weiter und so fort. Das muss ausgelichtet werden. So, gehen wir mal einmal darüber und gleich sind wir in der Mitte. Am Hauptweg sehen wir, dass hier vier Poller eingelassen worden sind, die das Einfahren verhindern sollen von unberechtigten Fahrzeugen. Im hinteren Bereich seht ihr die Rüttelmaschine. Hier vorne ist das aufgebracht, die oberste Schicht, und dann werden wir weitersehen. Das wird gerüttelt und dann auch noch abgefegt werden. Wie immer hier ein Blick auf die Koordinaten von Schacht 3. Warum jetzt die Mulde da ist, wir werden sehen, ob da noch was kommt. Bänke sind auch schon aufgepflastert. Ihr seht das dort im Bereich vor der grünen Maschine. Man das besser erkennen mit den Bänken, die dort aufgesetzt worden sind, aus Ziegeln mit Kohlebrandeinschlüssen, drei Längsbänke und drei kubische Sitze. So, hier vorne hinter wird der Catering-Bereich kommen. Das verzögert sich noch ein wenig. Der Container ist im Innenausbau und wir wollen dann mal weiterschauen. Linken drei Bänke gemauert. Dort hinten wird weiter gemauert. Die vierte wunderschön. Kohleeinschluss in den Ziegeln. Hier nochmal einmal rüber auf die anderen Bänke. Ich gehe dann nochmal ein wenig näher ran. So, wie ihr seht, sind auch alle Bäume wunderschön angewachsen. Die Säcke befinden sich halt dort mit Wasser gefüllt, um bei dem Wetter das Ganze auch zu bewässern. Könnt ihr sehen, das ganze graue Pflaster vom Einstieg wird hochgepflastert bis zur Straße, dort wo ich gerade bei den Pollern war. Und momentan wird hier weiteres Füllmaterial für die oberste Schicht angeliefert. Im Hintergrund die Bühne, auch fertig, komplett. Seite hier, wie ihr seht, ist der Eingangsbereich dort noch in der Vollendung. Gepflastert ist das. Dann wird dort die letzte Längsbank gebaut aus Ziegeln. Drost und mein Kollege haben hier gerade nochmals alles abgemessen. Wir gehen mal hier rüber. Die formgebenden Basaltstreifen liegen. Dort im Hintergrund ist angedeutet, dass die Pflasterung des halben Weges in grauen Längspflastern auch bereits geschehen ist. Weiter dort wird planiert die Fläche bis an die Grenze zur Druckerei. Im linken Bereich an der Bühne ist das alles schon fertig. Gerade wurde noch weiteres Material geliefert und es ist hier im vollen Gange. Ich war vorhin im Stadtteilbüro bei einem Diplom-Ingenieur Carsten Schröder am Mittwoch, dem 30.06. mit allen Pieper Peier hier, mit Prominenz, Bürgermeister Eiskirch. Dann haben wir noch Herrn Huhn, Herrn Fangmann und meine Wenigkeit dabei. Herr Knepper wird auch dabei sein und die Presse. Und dann werden wir uns hier mal treffen. Also ich meine, bei den
Inzidenzwerten könnte jeder sich mal hier auch aufhalten. Zur Unterstützung. Ihr seht also, wie schön in den grauen Pflastersteinen die Hauptachse gepflastert ist und das Ganze nimmt hier Formen an und ich zoome mal hier wieder raus und dann nochmal von hinten hoch zu gehen. Wunderbar. So, noch einmal nach links in Richtung Druckerei. Das Wäldchen noch mal zu zeigen. Im Gespräch war es auch Thema gewesen. Ein Thema war der Wildwuchs hier rund um das Gelände. Das zweite Thema war die Sauberkeit und die Instandhaltung des Geländes. Und ich verspreche, da wird anständig Druck gemacht werden. Jetzt sind wir an der hintersten letzten Ecke und wir können hier im Endeffekt noch einmal einen Blick auf die Bühne werfen, auf die Randbirken und das Unkraut, was dort hinter den Kantensteinen bereits wächst. Unten, wie ich gerade sehe, sind kleine Rosen eingepflanzt in dem Streifen, der nach hinten hin breiter wird. Hier oben ist Gründüngung eingesät, sodass das Ganze dann gemäht wird, um dort im Endeffekt hier eine Fläche zu haben, die an den Fahrradweg angrenzt. So, noch einmal imposant nach oben. So, nochmal zur Wiederholung. Mittwoch, der 30.06. ab 12.30 Uhr. Gut wäre, wenn man vorher schon da wäre, zur Unterstützung unserer gemeinsamen Sache. Unter Anwesenheit, ja, sag ich mal, der Prominenz und die Übergabe an die Öffentlichkeit findet dann eben halt an diesem Tag statt. Das mit dem Biergarten wird sich noch verzögern, da dort der Ausbau noch erfolgt. Interessant hier die Maschine, kenne ich so noch nicht. Da wird rechts und links wird das Material dann exakt eingebracht. Also bis zur Kante der Einfassung. Und alles in Bewegung. Pantarei, alles fließt. Wunderbar. Herrlichstes Wetter hier. Königsblauer Himmel.